Ihr habt die Fragen geschickt, wir haben die Fragen gestellt. Hier ist das komplette Interview mit Quaster mit euren Fragen. Viel Spaß! Fangen wir an. Wie bist du zu deinem Spitznamen gekommen? Nee, das ist ein Spaß. Das wissen wir eigentlich alle. Aber eine Frage, die da drauf spielt, ist: Kannst du heute noch Quartermaster so spielen? Ja, Wenn ja, warum spielst du ihn nicht in deiner Show? Naja, ja, gut, das ist eine gute Frage. Also, das ist im Prinzip kein Problem, aber dann haben wir wieder noch ein Stück mehr. Wird da nicht was gespielt? Haben wir das nicht mal früher Du hast das mal gemacht. Also, dass du es noch kannst, weiß gemacht? ich. Das hast du schon mal in deiner Show Also, gespielt. das ist ja kein Und zwar Thema. nach der Pause in deiner Show, wo man auch Fragen stellen kann. Ja, aber Und da das. stand das auf einem dieser gelben Kärtchen und da hast du es mal eingespielt. Ja. Also, können du das noch? Ja, Das habe aber ich gehört. das ist natürlich ohne jetzt, da bin ich ja noch, das sind meine Anfänge. Und das ist natürlich jetzt in der Show, die wir jetzt machen, ohne, da bin ich alleine denn. Und alleine auf der Gitarre das spielen, das bringt ja nicht groß was. Das kann man anspielen und mal sagen, kicken, naja, so ist das, aber das ist ja als Song denn nicht so. Nee. Also komplett nicht, aber anspielen könnte man. Sleepwalk mache ich ja dafür, weil der Schatten den Traum wandelt. Das wissen wir ja dann. Und dann mache ich Sleepwalk von Shadows so. Okay, die zweite Frage habt ihr schon beantwortet zu deiner Gesundheit, die lasse ich weg. Tatsache. Auf welche Frage in deinem Leben hast du bis jetzt keine Antwort gefunden? Ach, ich hab da eigentlich noch nie drüber nachgedacht, das weiß ich noch. Also, ich muss schon konkreter werden, Okay. über was ich mir mal Gedanken machen sollte. Ich habe Passt. keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Über alles mache ich mir Gedanken und über nichts. Okay. Welchen Wunsch konntest du dir bisher noch nicht erfüllen? Beziehungsweise welchen Traum möchtest du dir privat unbedingt noch erfüllen? Ich glaube, mein ganzes Leben war ein wunderschönes Leben und die Musik hat mir so viel gebracht und so viel gegeben, dass ich, wenn das nicht mehr ist, dann soll es bitte schön ganz schnell gehen. Und das Alter habe ich ja nun schon fast erreicht. Welche Musik hörst du privat und welches Konzert hast du selbst privat Das besucht? letzte war Roger Waters, war das letzte in der Mercedes-Benz Arena und davor U2, dann waren wir bei den Eagles in England, in London. Das ist natürlich meine Ansage gewesen. Bei den Eagles, Hotel California, singt das Wembley Stadion. Ne? Und die kennen ja alle den Text, die haben den ja drauf, die verstehen ihn auch. Ne? Das war auch Das bestimmt, war das war bestimmt geil. Geil, ja. Da stehen Glaube ja ich. die Haare zu Berge. Ja. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ach, Buch, da schlafe ich immer ein. Da fallen mir dann die Augen zu und dann schaffe ich zwei Seiten. Und dann denke ich, morgen lese ich beiseite und lese morgen weiter. Und morgen ist dann keine Zeit, dann vergesse ich es. Und dann habe ich vergessen, was ich überhaupt schon gelesen habe. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und so wird es ein Kreislauf. Denn. Also, hast du Also nur ein Buch, was du jetzt schon dein Leben lang liest, oder wie? Ja, wahrscheinlich so ähnlich. Ja. Also, ich hebe mir auch Bücher auf und alles. Und so ist es nicht. Aber ich fange dann noch an. Aber wie gesagt, das wird nicht. Ich schaffe es nicht zu Ende. Und hier ist eins zum Beispiel, war ich auch angefangen, aber ich komme nie weiter. Und auch hier das von, ja, weiß ich nicht, von wem ich noch eins gekriegt habe. Naja, gut, das ist auch real jetzt. Okay. Was planst du derzeit mit deiner Band? Kann man sich irgendwann auf neue Songs von dir oder gar auf eine neue CD freuen? Also, da hoffe ich, dass ich noch eine zustande kriege. Und da müssen wir mal alle Musik machen hier mit unserem Mit dem Lord? mit Lord Schirmchen mal sprechen. Und das kann durchaus passieren, dass wir das noch machen und dann weg mein Studio veräußern. Welches Lied hast du zu Puttis Zeiten besonders gern gespielt? Eigentlich, wenn es denn soweit war und wir haben das dann alles wunderbar da drin gepasst, dann eigentlich alles. Eigentlich, das war ein durchgetimtes Konzertprogramm und das hat eigentlich Spaß gemacht, von Anfang bis Ende. Und so ist es jetzt auch noch. Also jetzt alles, was ich so mache, das mache ich, weil es mir Spaß macht. Und
Ich hoffe, den Leuten auch. Ich glaube, sonst wird man nicht kommen. Und nicht immer wieder, wie meine Wenigkeit. Gibt es Orte, an denen du damals wie heute besonders gern auftrittst? Naja, unser natürlich Freiberg war dann natürlich immer so ein... ansonsten ist, was ich schön finde jetzt, sind diese Konzerte jetzt in einem überschaubaren Rahmen, also wo so 200, 300 Leute sind und so. Und das war dann so eine... Das wird dann so eine Club-Atmosphäre und bei den Pudis war es ja immer so, da fährst du mit dem Auto hinten ran an der Bühne, das ist alles abgesperrt, dann gehst du ruf auf die Bühne, spielst und dann bist du wieder im Hotel, da sind die, laufen die Leute gerade aus der Halle raus. Du hast mit dem Publikum eigentlich gar keine Kontakte, weil das kannst du auch ja nicht machen. Dann bist du sofort umzingelt und dann kommst du ja nicht mehr auf die Bühne ruf. Also das ist das hat Peter Rasen, der nicht mehr Bimmer heißen will, hat das mal gemacht. Der ist mal durch die Halle durchgelaufen, wo schon Einlass war. Und da ist er fast ja nicht bis vorne zur Bühne gekommen, weil er wurde sofort Ring und durchschreien und das finde ich jetzt so schön, dass ich so Kontakte zu den Leuten habe und mit denen man Bier trinken kann und mal ein bisschen quatschen kann und so weiter. Das finde ich toll. Also und das finde ich sehr schön. So viel getan. Und Lieblingslocation heute? Lieblingslocation heute? Dein Heimspiel? Ich hoffe, dass da noch ein paar Locations dazukommen, zu denen, die wir jetzt haben. Jetzt hat Corona hat uns ja nun eine ganze Weile zurückgeschmissen mit allem. Wir fangen ja dieses Jahr erst wieder an. Das ist Lieblingslocation. Ich fahre überall gerne hin. Ich hoffe auch, dass es. Manche sind ja nicht so weit weg von dir, ne? Naja. Da kannst du hin schwimmen. Ja, da kann ich hin schwimmen. Das ist Neu-Helgoland. Da sind wir ja immer gerne. Und da kann ich auch unser Bühnenbild aufbauen. Da ist eine Bühne, die ist 8x5 Meter. Und mit der Höhe haut das fast nicht mehr hin. Die ist so nicht ganz so hoch wie hier. Und deswegen passt gerade so runter unsere Bühne. Wie läuft zeitlich gesehen ein gewöhnlicher Tag bei dir ab? Oh. 8 Stunden schlafen auf jeden Fall. Also die brauche ich. Und dann alle, dann habe ich einen Zettel von der Frau, was ich alles zu machen habe. Einkaufen gehen und weiß ich was alles. Und dann alles, was kaputt gegangen ist, wird dann bemängelt. Das muss ich auch machen. Dann. Das, was kaputt geht, mache ich dann sowieso. Ich bemühe mich jedenfalls, das alles zu machen. Und dann früher haben wir noch mal Sport gemacht. Das wollten wir später wieder anlaufen lassen, aber das ist auch eingeschlafen. Da gibt es so einen Hund, der nennt sich Schweinehund. Ja, genau. Und dann natürlich ab und zu auch mal eine Feier. Alles klar. Wo möchtest du privat gern noch hinreisen und Urlaub machen? Nee, ich war überall. Ich bleib zu Hause. Okay. Und wie viele Tage im Monat bist du derzeit tatsächlich zu Hause und kannst dich entspannen? Mit entspannen habe ich ja eben gerade erzählt, das ist ja nicht entspannen, sondern ich wäre schon eingespannt. Also doch lieber unterwegs. Da ist ja mein Feldwebel, der sagt schon, was ich zu tun habe. Ich bin letztendlich zu Hause, aber wir wollen ja was machen. Wir proben unheimlich oft, manchmal zweimal die Woche. Jetzt mit der Kapelle jetzt hier und dann gibt es ja neue Sachen, neue Geschichten, die wir machen noch und da ist überall was zu tun und auch ich muss dann auch selber noch zur Gitarre greifen, damit ich nicht verlerne. Wenn du eine Weile nicht gespielt hast, bleiben da auch dieser oder jener Ton auf der Strecke und dann krieg ich Anschluss wieder von meinen Kollegen hier, von Lord Churchill zum Beispiel, der meckert da. Ja, so wie war das zu Buddhist sein? Naja, ähnlich. ähnlich. Ja. Also wenn du zu Hause warst, war keine Entspannung da? Nee. Okay. Was schätzt du an deinen derzeitigen Bandkollegen am meisten? Und was nervt dich an ihnen am meisten? Naja, Du darfst jeweils einzeln benennen. Also ihr können natürlich auf den Instrumenten, ist natürlich unbestechlich.
Lord Schirmchen ist ein hervorragender Gitarrist, nicht wahr? Ein bisschen eitel auf der einen Seite. Und Peter Rasim, der nicht mehr Bimbo heißen will, der ist natürlich auch ein hervorragender Bassist. Ich habe also tolle Leute, mit denen ich zusammen Musik machen darf. Und da freue ich mich sehr darüber und ich hoffe, das hält noch eine Weile an. Ja, und mein Schatten natürlich. Gut, kannst du dich noch an deinen ersten Auftritt in der BRD erinnern? Und wenn ja, was hast du in besonderer Erinnerung behalten? Also der erste Auftritt in der BRD, ich glaube, der war im Quartier Latin in West-Berlin. Nee, West-Berlin kam ja viel, viel später. Der war in Braunschweig, glaube ich. Oder Hannover. Weiß ich nicht mehr. Also ich weiß es nicht mehr. Also wir haben ja angefangen, die erste Westreise ging nach Belgien. Also ihr wart vorneweg, wart ihr Belgien, Niederlande irgendwie sowas, ne? Vorher. Ja. Wir haben da gespielt, ein Konzert gegeben dafür, eine Bierfraktion. Und haben uns dann Belgien, also Herr Abends hier Brüssel angeguckt, Mannequin Piss und so weiter. Und dann sind wir wieder nach Hause zurückgekommen. Auf dem Rückweg haben wir mit dem Manager gesprochen, weil wir rausgekriegt haben, der will gerne, geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen, rausbringen im Westen. Da haben wir gesagt, da sind wir auf der Rückfahrt von Belgien bei ihm vorbeigefahren und haben gesagt, wir sollen unbedingt darauf achten, dass er uns braucht für die Promotion. Und dann sind dann nun zurückgekommen aus Belgien und da haben sie dann gesagt, na gut, okay, die sind zurückgekommen, dann können wir das auch so machen. Und so sind wir dann anschließend in die Walachei gefahren, erstmal sehr viel nach Holland, haben da gespielt ohne Ende. Und dann sind wir in Westdeutschland gelandet und ich glaube Braunschweig war das erste Konzert. Braunschweig, Hannover, diese Ecke rundherum. Und dann haben wir da Tourneen gemacht. Musikladen seid ihr ja auch aufgetreten? Mehrmals. Und wir waren mehrmals im Musikladen, ja. Und in vielen Fernsehsendern auch drin. Ja. Okay, was kann dein Fanclub in Zukunft besser machen? Der macht doch alles gut. Ich weiß ja nicht, was ich da zu bemängeln habe. Ich weiß ja nicht, ich hatte nie einen. Ich freue mich ja, dass es so ist und dass hier jeder sich kümmert und dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das ist ja der Fall der Wahnsinn. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Das ist toll. Freut mich. Dankeschön. Welche Tipps kannst du jungen Nachwuchskünstlern mit auf den Weg geben? Ach, Nachwuchskünstlern? Na ja, dranbleiben. Also eigentlich nicht aufgeben. Also das gibt immer Höhen und Tiefen. Also das war bei mir genauso. Also ihr das dann überhaupt mal anfing, was zu werden. Da muss man schon durch ein paar Dinger durch. Da brauchst du einen langen Atem, um das so weit zu bringen. Weil das ist ja, kostet ja erstmal nur Geld. Das verdienst du ja keins. Genau, so sieht's aus. Ist es heute schwieriger als früher zu deiner Zeit? Na, das ist unterschiedlich. Das Instrumentarium und alles gibt es ja heute zu kaufen. Und du kannst auch Kredite aufnehmen und das alles machen. Und dir dann das Zeug kaufen. Im Osten gab's das ja alles nicht. Dann musstest du dann irgendwie abkaufen von ihm, bauen lassen oder was, bist der Geier. Und dann das Equipment, das war schwierig. Die Spielerei, wenn du dann was hattest, konntest du spielen, das war dann einfacher. Weil ja nur die Ostbands dann damals in den Anfangszeiten, die haben ja dann gespielt. Ich habe ja überall Jugendclubs und da haben wir gespielt. Also da lernst du ja erstmal mit den Leuten umzugehen und wie man sich verhält vor Publikum und so weiter, das lernst du ja da erst. Und das ist einfach, ja, das ist dann so passiert. Aber da gab es auch etliche Jahre Höhen und Tiefen und bis ich dann irgendwann plötzlich Berufsmusiker war. Nach einer ganzen Weile dann mal. Aber die Geschichte erzählst du ja auch in deiner Show. Ja, die erzähle ich da auch. Also wer es wissen will, bitte. Ne? Ja. Okay. Gibt es aus der Zeit mit den Pudis noch fertig produzierte Songs oder Demos, die aus welchem Grund auch immer bisher nie veröffentlicht wurden? Wenn ja, wie viele? Ja, das weiß ich nicht, weil
Ja, bei mir, wenn ich auf den Rechner nachkicke, es sind auch schon wahrscheinlich Versuche drauf, die von Titeln, die ich dann noch angeboten habe beim Bullies, aber von mir halt wurde das ja immer alles abgelehnt. Ja, ja, wir kennen ja das Regime, ja, oder wie. Ja, ja, ja. Ja, auch von anderen, die sich geäußert haben. Ja, 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 ja. Und aus denen eine eigene Platte zu machen? Was? Wäre das eine Idee? Naja, haben wir ja schon. Ich habe ja schon welche, die nicht genommen wurden bei Pudis, habe ich ja schon zwei Titel von gemacht. Also zum Beispiel die geschrieben wurden für die Rocklegenden eigentlich zum Schluss. Und das sind die 136 Rosen und Ich bereue nichts, die BN-Titel. Und die ist so eine Single rausgeworden. Ja. Richtig, das. Ja. Die sollte auch bekannt sein. Und die 136 Rosen hast du ja auch auf deiner letzten LP mit drauf. Ja. Da mit Orchester, so wie das ja auch hier. Da ist. Das ist ja. Aber die Single. Ja, die Single. Da ist es mit drauf. Und dann gibt es die auf der CD, auf der letzten, auf Unterwegs. Die Orchesterversion, die du da auch live bei Ostrock Meets Classic gespielt hast. Ja. Und du hast das Ding zum 25. Mauerfall, ne? Das ist 25. Jahrestag vom Mauerfall geschrieben. Ja, ja, den habe ich ja nicht geschrieben, das hat der Beziehungsweise Egerter gemacht. Richtig, du hast das geborgt. Das war für die Rocklegenden eine Auftragsproduktion. Die wurde abgelehnt von den Herrschaften und ich habe es genommen. Ich habe dann gesagt, nee, das musst du machen. Das ist auch ein super tolles Lied. Ja. Also wer es schon gehört hat, wer nicht, holt sich bitte. Platte der Bulle. Mit den Fragen, die ich stellen wollte, bin ich durch. Ja. Ich habe hier zwei stehen, da gibt es die Antworten in der Show. Ja. Nämlich, welche Bands und Musiker fandest du gut? Die spielst du, ja? Naja, ich habe in den Anfangsjahren nur gecovert auch. Also ich habe alles, was den Leuten gefallen hat und was mir gefallen hat, das habe ich ja dann mir ausgesucht und habe dann tolle Nummern gecovert. Und das zähle ich ja jetzt auch und mache eine Zeitreise durch die Musikgeschichte mit Titeln aus dieser Zeit, also Anfang der 60er Jahre bis Anfang der 70er Jahre haben wir ja auch noch gecovert, auch als Pudis. Richtig. Ja, da waren wir eine ganz normale Coverband. Ja. Und das, wie gesagt, kommt alles in deiner Show. Ja. Also Leute, geht hin, wer es noch nicht erlebt hat. So, und ob du beruflich Musiker werden wolltest oder nicht, das lassen wir offen. Naja, wollte ich schon. Aber ja, bist du reingeschlittert? Fragezeichen. Ja, wie gesagt, wie du da hingekommen bist, wird erzählt. Ja. Okay. Und damit sind wir an der Stelle durch. Ja, ich danke dir. Wieder mal.